Hey Kinders, was geht bei euch ab? Es ist endlich soweit. Der Gewinner der Chancenvergabe ist ausfindig gemacht. Es wäre echt schwierig, denn drei Leute hätten eigentlich alle gewinnen können. Aber es muss dann doch eben einer ausgesucht werden. Und den seht ihr hier jetzt gleich. Ich bedanke mich schon mal für eure Teilnahme. Alle, die jetzt nicht gewonnen haben, seid nicht traurig. Ich mache das hier demnächst einfach wieder. Und dann könnt ihr einfach wieder mitmachen und zack, bumm. Unter den Gewinner herzlichen Glückwunsch, Nanuki. Film ab! Wer macht denn das hier? Ach, guck mal, ich bin euer Head hier. Hör mal, ich kann mich hier zurücklehnen. Die hast du kommen sehen, ne? Ja klar, der Nuki, vorne weg geht er wieder. So einen leichten Fleck auf der Stirn. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Dummerblatt das nicht gesehen hat. Oh Gott, wenn der das sieht. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Special, was ich euch heute mitgebe. Hä? Ist kein Special? Ey, gibt ihr gleich auch mal die Chance hier. Okay, mal ganz kurz an der Stelle erklärt, was ist ein Gibt euch die Chance Video? Ein Gibt euch die Chance Video bedeutet, dass ein größerer YouTuber einem kleineren YouTuber die Chance gibt, gesehen zu werden. Das macht er, indem er das Video des kleinen YouTubers bei sich auf dem Kanal hochlädt. Der Name des YouTubers, der diese Chance vergibt, heißt der Dummbabbler. Link zu ihm findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, außer ich bin das Gewinnervideo. Dann seht ihr mich ja gerade auf der Dummbabblers Kanal. Das ist ein bisschen paradox. Welcher Link auch immer da unten in der Beschreibung steht, checkt den auf jeden Fall mal ab. Okay, genug mit diesen Paradoxien. Yeah. Ich habe ja eine Far Cry 5 Section, in der ich den Arcade-Modus aktuell ein bisschen behandle. Zeige ich euch den Multiplayer-Modus. Ja, ich habe mir gedacht, ja, heute ist ein schöner Tag. Aber einigen Far Cry 5 Spielern wirst du heute mal so richtig den Tag vermiesen. So, ich würde sagen, dann starten wir auch mal. Ich muss euch dazu sagen, ich spiele diesen Multiplayer-Modus jetzt gerade zum zweiten Mal. Ich habe ihn eben mal 10 Minuten angetestet, um mal zu gucken, kann man das hier überhaupt bringen für dieses Video. Und wir fangen jetzt einfach mal. Wir machen einfach mal auf gut Glück. Komm, das machen wir jetzt auch mal mit der Granate. Ja. Ja. Da hast du dir gedacht. Jawohl, ja. Oh, ich brenne. Wollen wir es nochmal mit der Granate machen? Jetzt nicht, dass die in der eigenen Hand explodiert. Ja, natürlich haben wir den getötet. Broken minus minus. Das ist übrigens auch die Bewertung, die ich dir geben würde. Ja, das war mehr schlecht als recht. Wer macht denn das hier? Ach, guck mal, ich bin euer Head hier. Hör mal, ich kann mich jetzt zurücklehnen. Was macht mein Team eigentlich? Wir verlieren trotzdem. Ja, kann ich nicht verstehen. Ich bin ja wegholzen bis zum geht nicht mehr. Ey, bin ich vom Beruf Baumfäller oder was? Ey. Jetzt komm mal in die Puschen, Leute. Ey, ich kann hier nicht alles allein machen. Hör mal, ich holz hier weg und holz hier weg. Komm, Leute, ich mach hier alles alleine. Ey, ich hab wieder ein Team voller Affen. Mann. Ach, nee, komm. Nee. Ey, was soll ich denn noch machen, ey? Mann. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Am Ende bin ich noch derjenige, der hier keinen Bock mehr hat, weil er ständig mit Affen zusammenspielt. Mann, ey. Was ist denn los? Alles, nee, gefällt mir gar nicht. Meine Stimmung ist im Minusbereich. Im absoluten Minusbereich, Mann. Boah, ey. Ich krieg einen knallroten Kopf, wenn ich das sehe. So eine Scheiße, die hier wieder fabriziert wird. Mann. Ja, komm, stimme für die nächste Map ab. Mann, ey, einmal mit Profis, ey. Aber sowas habe ich einfach nicht verdient. Das ist mir, das ist mir nicht vergönnt. Das war schon damals so, als ich noch im CSGO-Bereich tätig gewesen bin. Tätig gewesen. Wahrscheinlich habe ich da gearbeitet. Ach, hör auf. Ketchup, man. Ach nee, ich habe Ketchup. Wieder Broken minus minus, Alter. Das ist die Stimmung, die ich hier gerade auch habe. Broken minus minus. Ey. Also Leute, das kann jetzt hier langsam echt nicht. Aber jetzt gewinnt dein Team, ne? Jetzt, wo ich hier gerade mal Mittelmaß, zweiter Platz, meine, das ist ja nicht jetzt mein Anspruch. Nee, das ist nicht mein Anspruch. Ich muss vorne weggehen. Weißt du, ja. Ja, also an alle, die mich jetzt hier zum Beispiel jetzt mal gar nicht kennen und sagen jetzt, jo, was ist das denn für ein komischer Vogel, den kann ich mir gar nicht geben. Ja, den kann ich meinem Kanal auf gar keinen Fall empfehlen. Nee, null. Also da wird schon eine Menge Scheiße, also sag mal wie es ist, da wird ausschließlich Scheiße. Ja, es wird schon, also ich habe auch, es wird schon viel Scheiße gelabert, doch. Ja, da muss man was erzählen. Also zu meinem Kanal, ich habe hier natürlich auch seriösere, Formate. Ich kann jetzt hier zum Beispiel jeden empfehlen und das meine ich, klar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, aber ich kann hier wirklich jeden guten,
guten Herzens empfehlen. Guckt euch mal die The Walking Dead Reihe für alle Fans und Nicht-Fans von der The Walking Dead Reihe. Das Video ist einfach, also die ganze Reihe, die Playlist ist einfach der absolute Hammer. Jetzt am Freitag gestartet Outlast. Ich bin noch ziemlich neu in dem Business, ne? Also steigere mich da jetzt von Mal zu Mal ein bisschen rein, ne? Gut, hier und da sind die Hosen mal ein bisschen feuchter geworden, aber... Also in der Regel gibt es bei mir eher 30-minütige Gameplays. Sowas wie jetzt hin und wieder mal. Ich habe mir nur gedacht, hier für so ein Gib euch die Chance Video machst ihr keine 30 Minuten Gameplay. Ich will euch ja hier, ne? Wisst, was ich meine, ne? So, jetzt geht's hier aber in die Schlussphase. Eine Minute ist nur auf dem Tacho. Ey, was macht der denn da oben? Bro, minus, minus. Da hast du jetzt mal eine richtige... Die hast du kommen sehen, ne? Ja, klar, der Nuki. Vorne weg geht er wieder. Ja. Sag mal, ist das eine Schrotflinte? Oder womit holen die hier die ganze Zeit diese Long-Range-Pills, ey? Das ist doch nicht normal. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, doch, kann ich. Komm raus. Sieg steht bevor. Warte, du bist auch noch ein paar. Oh. Yeah. Sieg. Geht mit deiner Oma Kuchen essen, Alter. Verpiss dich hier vom Server. I like. Ich bin so schlecht, also. Man muss dazu sagen, ich spiele Far Cry 5 auch nicht mit dem Bogen. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, klar, mal, du kriegst direkt ein. Volltreffer! Woo, jetzt geht's aber ab hier! Naja, komm raus, ich hab dich doch schon längst. Ich hab dich doch schon. Franz Hure, wir haben noch eine Rechnung offen, ne? Scharfschütze! Ja klar, weil ich hier von 10 Meter getroffen habe. Naja gut, das hat am Anfang auch ein bisschen länger gedauert. Was macht der denn da? Nee, ne? Ey, komm schon! Momentist 2013. Das war dein Moment. Willkommen auf der großen Bühne. Das war dein Auftritt. Na. Franz Hure, da bist du wieder. Ah, du gehst hier die Leiter hoch, hä? Huh? Oh, ich dachte schon. Nee. Wie kann man den denn nicht haben? Ach, hör auf. Das muss mir jetzt mal einer erklären. Na, geht doch. Was ist das eigentlich für ein Otto mit seinem... Koboldkopf da. Ja, 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 ja. Ah, der ist schön. Ach, der tut so gut. Ja, Franz, guck mal, besser, dass du hier schleunigst wegkommst. Ne. Ne. Ist nicht dein Ernst, Franz. Mann und Gott, wer schießt denn hier? Du da oben? Und da steigt der Franz aus! Ja, wahrscheinlich kriegt er mich da jetzt, oder was? Was soll denn der Blödsinn? Entweder fährst du jetzt deinen komischen LKW, verbringst dein Leben auf dem Bock, oder schießt ihn mit Pfeil und Bogen, ey. Mann! Kann doch nicht sein. Echt, ey. Sag mal, hat der eine Identitätskrise, oder was? Ach jo, wahrscheinlich. Ja. Ja, klar, Splinter Cell. Was ist los? War ich auch hier den ganzen Tag. So, zack. Ah. Ja, klar. Komm, du hast es fast geschafft. Komm, es sind da nicht mehr viele. Sechs Stück. Da ist er. Na, verdammt. Jawohl. Nur noch 5. 5 more to go. Franz. Oh, an dem Spinner beiße ich mir noch die Zähne aus, ey. Ach, Zeit ist vorbei. Na! Siegreich.
Was ist das denn hier eigentlich für eine Waffe? Ah. Hauptsache fällt um. Mein Gott, wo seid ihr denn? Kommt doch mal raus. Der Dummbabbler, und das finde ich tatsächlich toll, hat selber mal bei einem Gibt euch die Chance Video gewonnen. Und hat er auch in einem Video... Wow. Zack. Hat in einem Gibt euch die Chance Video damals erzählt, wenn er mal ein wenig an Reichweite gewonnen hat, würde er auch mal so ein Gibt euch die Chance Video machen. 2,5 Jahre später hat er es auch getan. Also hier, Hut ab, keine leeren Worte. Nagelt mich drauf fest, wenn ich irgendwann mal die Reichweite haben sollte wie der Dummbabbler heute. Ich glaube, du bist bei circa... Oh, lass mich nicht lügen. 6,5 oder 8,500 Abos? Ja. Ja, er hockt da im Eck. Guck mal, er hockt da im Gebüsch. Sag mal, was stimmt nicht mit dir? Ja, klar, hockt der da. Hans, Alter. Wenn ich irgendwann mal in der Situation bin und auch mal diese Reichweite habe. Hans, schon wieder! Das gibt's doch nicht! Das ist überhaupt nicht Hans. Das ist Sleepy Burrito. Ich nehme das mit dem Hans zurück. Ey, das kann doch nicht sein. Sag mal, was stimmt nicht mit dir? Oh, dich ich jetzt aus dem Gebüsch, ey. Wo ist er? Komm her. Damit ich endlich diesen Satz zu Ende sprechen kann. Wo ist er? Du bist dem Sieg so nahe. Ah, da ist er nicht mehr. So, jetzt habe ich hier mal ganz kurz ein bisschen Puls gehabt. Also, wenn ich irgendwann mal diese Reichweite habe, dann werde ich auch einem neuen YouTuber die Chance geben, wenn ich der Meinung bin, dass ich seine Videos gut finde. Auch der Dummbabbler wählt jetzt natürlich aus und wählt das Video... Was ist das denn für ein Ding? Wählt jetzt natürlich ein Video aus, was ihm am besten gefällt. Und gefallen ist natürlich immer etwas subjektiv. Ne? Die einen finden das gut, die anderen finden das vielleicht gut. Also für mich, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich das Gewinnervideo bin. Oder vielleicht guckt ihr einfach mal rechts und links jemand, schaut, was gab's denn alles, wer hat denn alles mitgemacht, stoßt dabei zufällig auf mein Video. Und sagt, hey, den finde ich cool. Und wenn ich am Ende dadurch 10 Leute finde, die den Kanal feiern, den abonnieren und sagen, oder zumindest sagen, hey, ich gucke da hin und wieder mal vorbei, ja, dann würde ich mich doch schon freuen. Das wäre doch schon spitze. Es ist die Map hier auch wieder fast vorbei, aber das dürfen wir hier nicht mehr aus der Hand geben. Jetzt habe ich nur ein Problem in der Aufnahme. Ich hatte gerade so einen leichten Fleck auf der Stirn. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Dummbabbler das nicht gesehen hat. Oh Gott, wenn der das sieht. So, jetzt aber nochmal Real Talk. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich... Jetzt reicht's doch mal mit dem Rennen. Echt? Findet ihr? Ja, ich gebe mir immer Mühe. Jawolleck. Jawoll. Ja, also ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn der Dummbabbler sich hier für mein Video entscheidet. Ich meine, hey, das ist hier nach völligem Gefallen. Ich muss jetzt hier ehrlicherweise gestehen, dass ich diesen Far Cry 5 Multiplayer-Modus jetzt gerade das erste Mal spiele. Ich habe ihn vorher mal 5 Minuten, aber dafür geht gut rein, ne? Ich habe ihn vorher mal 5 Minuten angezockt, um zu gucken, ob ich euch das hier mal präsentieren kann. Also es ist ja, ich bin der Meinung, in so einem Gibt euch die Chance-Video sollte man nichts Besonderes machen. Also nichts, was man nicht hin und wieder auch mal auf dem Kanal macht. Ja, also ich habe jetzt natürlich momentan... Was eine Niete. Ich habe jetzt natürlich mehr den Fokus auf Walkthroughs. Ja, also wie schon erwähnt, Outlast 2 ist seit Freitag draußen. Aber ich spiele auch Multiplayer viel. Nur habe ich mich jetzt in den ersten 30 Videos mehr auf Einzelspieler-Spiele fokussiert. Was für ein Triumph. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, du konntest ungefähr einen Eindruck von dem Kanal gewinnen. Also wie gesagt, hier passieren verschiedene Sachen. Outlast 2, The Walking Dead, Far Cry 5, Kingdom Come. Also wird querbeet durchgespielt. Ich habe mich noch gar nicht so auf eine Nische festgelegt, aber vielleicht kommt es ja. Weil bei mir können die Zuschauer auch mitbestimmen, was hier gezeigt wird. Ja, wenn entsprechendes Feedback kommt, ich bin für alle Schandarten bereit, um es meinem Stromberg-Stile zu vermitteln. Ja, ich hoffe, wir haben die Far Cry 5 Community wieder ein wenig ausgedünnt. Ja, also ich hoffe, der ein oder andere wird jetzt die Lust am Spielen verloren haben.
Vielleicht lasse ich mich hier öfter mal blicken. Wollt ihr mehr von den Videos sehen? Ja, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, was ich auf jeden Fall noch loswerden möchte. Vielleicht bist du jetzt durch das Gibt euch die Chance-Video aufmerksam auf meinen Kanal geworden. Und ich möchte dazu sagen, meinen Kanal gibt es erst seit 6 Wochen. Ja, ich bin mit der Entwicklung, wie das Ganze hier stattfindet, wahnsinnig zufrieden, aber es muss mir der ein oder andere Fehler, muss mir zu Beginn noch verziehen werden. Sei es beispielsweise die Einstellung auf meiner Stirn gerade, da war der Chroma Key zu hoch geschraubt. Ich habe hier noch eine ungenaue Beleuchtung, ich bin da noch momentan ein bisschen am Rumexperimentieren. Ich hoffe, das kannst du mir als Zuschauer verzeihen und ich würde mich wahnsinnig über Feedback freuen und natürlich, wenn ich dich als Abonnenten, als dauerhaften Zuschauer, der meinen Content sehen möchte, gewinnen konnte. Morgen geht es auf meinem Kanal mit Outlast 2 weiter und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!